Unser erster Beitrag führt uns wieder in den Tennengau zur Familie Bernhofer, die uns zeigt, wie viel Energie und Geld man daheim sparen kann. Diesmal geht es um die richtige Beleuchtung. Familie Bernhofer hat ihre Dachgeschosswohnung im Haus der Schwiegereltern ausgebaut. Altes und Neues wurde sinnvoll verbunden und die Bernhofers haben auch ein paar Veränderungen vorgenommen, die den Stromverbrauch senken. Natürliches Licht war im Dachgeschoss früher nämlich Mangelware. Im Zuge des Anbaus haben wir hier diesen Wunsch verfolgt, möglichst viel Tageslicht reinzubekommen in diesen Raum. Das ist uns mit diesen Dachflächenfenstern, was wir nachgerüstet haben, hier gelungen. Von ersten Tag an war es wirklich hell hier drinnen, Untertag, und auch die Sonne scheint rein, weil es einfach das Problem in der Vergangenheit gegeben hat, dass wir Untertage auch das Licht eingeschalten haben müssen. Das ist somit Geschichte. Jetzt sieht man leider noch die Dampfbremse, aber das wird noch verkleidet und das wird dann auch ganz, ganz schön werden. Für die Nacht haben wir natürlich ein neues Beleuchtungssystem gebraucht. Hier haben wir eins auf LED-Basis, wo wir nur mehr ca. 30 Watt brauchen. Mehr Tageslicht und energiesparende Technologien für die Zeit, in der es draußen finster ist. Der Umstieg auf LED ist allerdings nicht immer ganz einfach, weiß auch die Expertin. Es ist natürlich schlau, auf LED umzustellen, aber es kann natürlich mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein. Wie man da jetzt sieht, haben wir da ungefähr Wärme von 3500 Kelvin. Wenn man da aufgeht, das ist nur ein bisschen wärmer, also wirkliches Wohnraumklima mit ungefähr 3000 Kelvin. Und wenn wir uns das da oben anschauen, dann ist das relativ kalt, da sind wir bei 5500 Kelvin ungefähr. Auf was sollte man jetzt genau achten? Am Anfang sollte man auf jeden Fall auf die Energieeffizienzklasse schauen. Je grüner, desto energiesparender ist es. Damit die Farben halbwegs zusammenpassen oder eigentlich gut zusammenpassen, sollte man auf die Kelvin schauen. Warmweißes Licht ist ungefähr bei 4000 Kelvin und das gibt ein schönes Raumklima eigentlich. Dann, was steht da nur alles drauf? Lumen ist die Intensität, wie hell das es wirkt. Und dann sollte man natürlich darauf schauen, die Watt, also wirklich die Leistung, dass die zusammenpasst. Da haben wir die 25 Watt für Glühbirne, entspricht ungefähr 3 Watt LED. LED-Leuchtmittel sind langlebig und wandeln 8-mal so viel Energie in Licht um wie herkömmliche Glühbirnen. Daher macht der Umstieg Sinn. Umfassende Beratung dafür gibt's im Fachhandel.